Hallo Pilzfreunde, servus. Wir sind wieder mit der Mathilde am Wald unterwegs. Und wir sind diesmal in Wildenstein, auch wieder im Albital hier bei uns. Und ja, hier ist auch wieder ein schöner Mischwald. Bin schon gespannt, was wir alles so finden. Würde mich freuen, wenn ihr wieder ein Stück mitkommt. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß. Ja, hier haben wir auch gleich unseren ersten Pilz für heute. Ein alter Schopftindling oder Tintenschöpfling. Da ist noch einer. Leckerer Speisepilz, aber der ist hier eindeutig echt nichts mehr. Ja, hier an der Stelle haben wir einen riesen Hexenring vom fuchsigen Trichterling. Ich hoffe mal, das kann man gut sehen. Hier ist der Mathilde, schon. Zum Beispiel. Da ist einer. Das ist der fuchsige Trichterling, ne? Der fuchsige? Genau. Fuchsig wegen der Farbe. Ne? Was hast du gefunden, Mathilde? Ein Käfer. Was ist denn das für ein Käfer? Kitzelkäfer. Ein Kitzelkäfer. Zeigst du uns mal? Wo ist er? Jetzt da. Ah. Ist das der gleiche wie beim letzten Mal? Ja. Tust du den wieder kitzeln? Mag der das? Ja. Ist gerade wieder weg. Kitzelchen nochmal. Wegtun. Der hat Angst, glaube ich. Ich glaube. Ja, der verschwindet nämlich da hinten im Moos. Ja, den lassen wir jetzt schlafen, okay? Oh ja. Ist nämlich schon spät. Da drin ist dunkel. Hier habe ich jetzt einen, ich denke mal, einen Becherling gefunden. Einen Becherling. Ja, ich kenne bloß die genaue Art nicht. Ein Orangebecherling ist es, glaube ich, nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja da helfen. Ja, damit helfen. Hier hinten habe ich jetzt, glaube ich, was erspäht vom Wegrand aus. Ah, schade. Das ist natürlich nicht der rauchblättrige Schwefelkopf, sondern der grünblättrige. Ja, ich wollte euch jetzt mal einen Pilz vorstellen hier. Das ist der Schwefelritterling. Also der ist... Es ist unglaublich, wie dieser Pilz stinkt. Wirklich nach Schwefelsäure aus dem Chemieunterricht, wenn man sich die so zufächert. Das ist echt gigantisch. Schaut euch den mal an. Am besten auf 123pilze.de oder so. Die haben sehr schöne Pilzporträts. Und findet den mal. Es ist echt absolut abartig, wie dieser Pilz stinkt. Grünspantäuschling. Was? Grünspantäuschling. Was? Grünspantäuschling. Gut. Kennst du den schon? Ist das der hellblaue Fliegenpilz? Ja. Ja, gut. Den habe ich das letzte Mal gefunden. Aha. Nicht mal. Ameisenhaufen. Hey, super. Der ist ja groß, hä? Mhm. Soll ich mich dazu stellen? Sind da noch Ameisen? Ah, ich glaube, die schlafen schon, hä? Ich sehe gar keine. Oder vielleicht sind die ja drin in der Wohnung. Ich glaube, die sind drin, ja. Lass mal sich schlafen, ne? Ja. Ameisen. Da ist wieder ein Kitzelkäfer. Hat sich ja wieder einen? Ja. Schau mal. Gut. Kitzel ich jetzt wieder. Ah, der bewegt sich. Nicht so toll, Mathilde. Nicht so toll. Schön langsam, gell?
Den will ich auch aus Südtirol tun. Ja, trotz dass es jetzt in den letzten Tagen so wunderschön warm war hier, ich hoffe natürlich bei euch auch, gibt es erstaunlich wenig junge, frische Pilze. Die meisten sind wirklich angefressen hier. Ist das bei euch auch so momentan? Oder ist eigentlich erstaunlich. Damit hätte ich jetzt hier überhaupt nicht gerechnet. Aber es ist tatsächlich so. Würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Ja, hier haben wir jetzt eine schöne große Gruppe vom Mehlresling entdeckt. Der macht sich hier voll breit auf unserem Weg. Sieht schön aus. Schöner Pilz. Und das ist auch eine typische Gegend hier für den. Hier habe ich auch schon öfters mal Steinpilze gefunden und Fliegenpilze. Und das ist ja genauso der Boden, den die sich hier am liebsten teilen, ne? Was machst du? Ich tue mit deiner Puffin. Puffin? Mathilda sorgt für Pilznachwuchs, ne? Super. Jetzt haben wir endlich unseren ersten Speisepilz gefunden, gell? Mhm. Was ist das für einer? Eine Maronen. Mathilda hat ein paar schöne Maronen gefunden. Ja. Schauen wir erstmal, ob die noch schön sind. Die sind nämlich, sehen schon ziemlich alt aus hier. Ja, na, die lassen wir lieber stehen hier. Jetzt haben wir aber einen tollen Speisepilz gefunden, oder? Ja. Ja, was ist das hier für einer? Eine Ziegenlippe. Jawohl. Kann man die noch essen? Ja, ja, die ist unten auch schon ziemlich abgefressen. Ja, den lassen wir auch hier. Eieiei. Ja, das schaut nicht gut aus heute. Also hier in dem Wald ist jetzt wirklich nicht so viel los. Ich habe mir da wesentlich mehr erhofft. Aber ich werde jetzt mal mit der Mathilda in ein anderes Waldstück gehen. Und da schauen wir einfach mal, ob wir da ein bisschen Erfolg haben. Hier an der abgebrochenen Birke haben wir jetzt einen riesen Hallimasch entdeckt. Also der ist echt riesengroß, wächst hier einfach so an der alten Birke dran. Wahnsinn, gell? Mal schön erkennen an dem Schuppen unterhalb vom Ring. Das ist ein ganz alter, gemeiner Hallimasch. Weißt du, was ich da gebaut habe? Hab ich. Wer popelt? Ist heute Freitag? Ja. Ist heute Popeltag? Ja. Gar nicht. Ja. Nie? Ja. Pilzfreunde, unsere Tour ist vorbei. Es gab heute leider nichts für das Körbchen und dementsprechend auch nichts für die Pfanne. Da gehen wir heute echt leider leer aus. Aber vielleicht hat es euch trotzdem Spaß gemacht. Ich habe ja ein paar Pilze zeigen können unterwegs. Und ja, nächstes Mal haben wir dann bestimmt wieder mehr Glück. Da schauen wir einfach mal ein anderes Waldgebiet, wie es da ausschaut. Und ja, dann ist bestimmt wieder was dabei. Sag mal noch Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Man muss wieder aus.